Hey Leute, was geht ab? Hier ist hier euer Lipplas mit einem neuen Video für euch heute, Leute. Und zwar reagiere ich auf Stanplay heute an der Stelle. Fortnite Chapter 5, neuer Battle Pass und Live-Event. Wenn ihr schon mal nichts verpassen wollt, an der Stelle gerne Abo-Button und Glocke aktivieren und nichts dazu verpassen. Geld auch noch um da lassen, Leute, würde mich ebenso freuen. Und ja, Leute, ich grüße, beziehungsweise ich grüße nicht, ich sag's einfach auch. Kuss geht an meine. Von meiner Stelle an meine Freundin raus und so weiter. Und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß. Genau da, wo du bist, auf jeden Fall. Ne? Wo du jetzt dann hingehen wirst und alles. Und ja, ich liebe dich auf jeden Fall. Lieb dich über alles. Also. Ich weiß, es ist ein bisschen cringe hier zu sagen, weil andere Zuschauer von mir sehen, das denken sich so, was labert der Typ hier? Aber ja. Viele wissen es auch schon, ich will jetzt auch nicht groß drüber rumlabern und so weiter, aber sollst auf jeden Fall wissen, du bist echt schöne, also die schönste Lebenspartnerin, die man sich vorstellen kann. Ich liebe dich von ganzem Herzen. So, bisschen hier Süßholz-Geraspel am Anfang des Videos, ich weiß, aber es ist süß, muss man sagen. Und sie sieht das Video, sie sieht das Video auf jeden Fall und da freue ich mich schon mal drüber. Und ja, dann würde ich sagen, geh mir auch direkt rein und let's rock. Da liegt ein Zehner auf Boden, Mann! Digga, was will denn der mit dem Kabel da, Alter? Was hast du denn, Sand? Was mit dir, ey? Lass mal den Zehner in Ruhe, der hat dir gar nichts getan, Digga. Du sollst ihn nicht auspeitschen. Was ist mit dir kaputt, Alter? Vorfreude ist immer die schönste Freude, Leute. Deswegen gibt es für Junge! Chapter 5 wieder ein paar sehr leckere Geschichten über diesen Rennmodus, über Rufus. Das solltet ihr auf jeden Fall merken. Und Aha, ein Rennmodus? Okay, dann noch unter anderem über UFOs. Ja, wahrscheinlich wird jetzt einfach ein Auto als Hängegleiter in Fortnite reinkommen. Ja, wahrscheinlich, Digga. Und es wird einfach ein Auto-Battle Pass diese Season. Wahrscheinlich. Jujutsu Kaisen offiziell angekündigt. Wir haben ein sattes Paket. Ich habe ein sattes Paket und ihr habt auch ein sattes Paket. Alter, Stan hat den neuen The Crew Skin drin. Das hasse ich schon wieder so hart. Auf jeden Fall. Deswegen lehnt euch zurück und wir sprechen die Dinge an. Lasst uns zuallererst das Offizielle ansprechen. Ne? Jujutsu Kaisen Ist wurde auf jetzt offiziell von Fortnite YouTube? vorgestellt mit diesem Trailer. Und wie? Okay. Und jetzt? Ja, ist klar, Digga, ist klar. So passiert es natürlich immer, Digga. Mach doch mal schon mal Stimmung, ne, Leute, dieser Trailer. Da sehen wir auch die vier Charaktere. Drei davon haben wir ja schon in den Leaks gesehen. Die sollen Ah, in den den Item Shop Wolf-Rucksack kommen. finde ich geil. Hier ist natürlich die Frage, was mit dem Hauptcharakter ist. Mini Battle Pass im Shop oder nicht? Die Vermutung aktuell ist wirklich sehr, sehr groß, dass wir einen Mini Battle Pass bekommen und dann, dass dieser Skin natürlich in dem drin Ist aber nur eine Vermutung. Wird nichts heißen. sein wird. Wirklich viele Infos gibt es halt nicht. Das ist alles Vermutung oder sonst was. Ne, auch die Leaker vermuten da auch, dass das sein könnte. Aber offiziell haben wir da halt nichts. Müssen wir einfach Hauptsache abwarten, wenn es Shenlong, soweit Digga. ist. Einige haben Hoffnung, dass es ein Gratis-Skin Da sein vorne. könnte. Ich würde sagen, wahrscheinlich wird es einfach nur ein bezahlter Pass sein. Im Trailer sehen wir auch nur vier Skins. Keine weiteren Gratis-Sachen, wie zum Beispiel beim Star Wars Mini Battle Pass. Dort haben wir ja den Klontrooper noch gratis bekommen und so weiter. Und hier eher weniger der Fall. Und deswegen, schwer zu sagen. Ich drücke Ja. meine Daumen, dass natürlich wir einen Mini-Battle Pass bekommen, weil ich glaube, das freut die Menschen schon sehr. Gerade wenn man natürlich auch noch viele Sachen freischalten kann und es auch einen Gratis-Pass gibt und nochmal einen bezahlten Pass, wo man wahrscheinlich dann den Hauptcharakter bekommen kann. Aber letztendlich warten wir einfach mal ab. Das Ganze soll am 8.8. rauskommen. Das ist das Datum, wo natürlich auch das große Update rauskommt. Unter anderem, also by the way, das sage ich jetzt auch an meine Zuschauer, ich habe mir den Starter-Skin von dieser Season noch gar nicht geholt, tatsächlich. Einfach weil ich kein Geld mehr in Fortnite reinpayen will. Eigentlich will ich das Ganze nur noch über RDW machen, jede Season meine 100 Level spielen und dann gut ist. Mehr will ich gar nicht mehr machen, weil. Und vielleicht noch den Monat-Level-Up, das Monat-Level-Up-Paket holen. Mehr will ich eigentlich gar nicht in Fortnite mehr machen, weil. Hat eben keinen Sinn. Ich spiele nicht mehr so krass Fortnite. Das haben auch viele von euch bemerkt. Wenn, dann spiele ich nur Fortnite, wenn ich eine Aufnahme mache, wie zum Beispiel bei der Only Up Map, wo ich immer noch nicht durch bin, wo ich noch machen will. Und auch solche Sachen halt wie, ja, Battle Pass.
vielleicht bis Level 100 pushen, weil mich diese besonderen Stile, die rüber, über Level 100 gehen, nicht mehr jucken. Die interessieren mich nicht mehr so krass. Einfach weil es halt einfach nur noch langweilige Stile sind. Damals war das viel bessere organisierte Sache. Du hast Bock gehabt, wie zum Beispiel, nehmen wir Chapter 2, Season 2, wie mit diesem Gold-Thema, wo du dir was erspielen konntest. Du hast wirklich den Skin, pro Level hast du den gelevelt und wenn du ein bestimmtes Level erreicht hast, hast du den komplett full Gold gehabt. Und das vermisse ich eben, dass man vielleicht so eine geile Variante hat. Und damit aber die Skins pushen muss, mit Missionen, mit sowas. Das vermisse ich halt einfach. Und das wird einfach nur in die Bonusbelohnung reingeklatscht, als ob es nix wäre, die man sich mit Battlestern kaufen muss. Und die Stile sind nicht mal was Besonderes. Das ist einfach gefühlt immer nur wieder dieselbe Farbe. Und es sind halt inzwischen nur noch langweilige Looks, muss ich sagen. Ich kenne ja schon einige aus den letzten Seasons, da habe ich immer noch so mitappreciaten können, dass ich sagen kann, ja, ich hole mir so einen Stil. Aber jetzt inzwischen, ich fühle das gar nicht mehr. Ich fühle das überhaupt nicht mehr. Gar nicht. Das nächste große Update und noch das letzte für Season 3 kommt an diesem Dienstag raus. Und natürlich werden wir dort Also auch nächste Woche livestreamen. Wisst ihr Dienstag. Bescheid? Wie so Alles oft klar. auch mit diesen ganzen Menschen jetzt, mit denen wir hier auch spielen, ne? Ganze Zeit mit den Zuschauern, die mit mir spielen und wir hier geile, epische Runden holen, werden wir das Ganze auch am 8.8. streamen. Und natürlich kommt das große Update raus und nicht nur erwarten wir natürlich ein paar Skins oder sowas in diesem großen Update. Natürlich wieder weitere Teaser Richtung Season 4. Wenn es das letzte Update ist, soll es ja auch weitere Teaser geben mit dieser Sternkarte, Teleskop. Dazu habe ich ja auch andere Videos gemacht. Oben rechts auf das i klicken, da oben rechts. Oder halt bis zum Ende des Videos warten. Ne? Und dass wir da weitere Teaser für die Season 4 bekommen und Hinweise darauf, wo es hingeht. Aktuell haben wir halt nur Sterne und so, ne? Als mögliches Thema und die letzte Realität. Deswegen gucken wir auch da, wie es weitergeht. Aber für Jujutsu Kaisen sehen wir ja auch in dem Trailer tatsächlich auch ein paar Fähigkeiten. Werden, glaube ich, Flüche genannt in dem Anime, ne? Und so weiter. Und die sehen wir auch ein bisschen in dem Trailer. Und mit etwas Glück könnten wir hier vielleicht auch ein paar mythische Items bekommen für die Jujutsu. Genau. Ah, für die Jujutsu Kaisen-Kooperation, ne? Können wir ein paar neue mythische Anime-Fähigkeiten bekommen, dann, ne? Mit etwas Glück. Wie gesagt, Stand aktuell haben wir halt nur diesen Trailer und man kann nur Vermutungen anstellen und hoffen und wünschen oder was auch immer. No. Am Ende des Tages kann es auch einfach nur sein, dass wir 4 Skins bekommen im Item-Shop und das Portemonnaie wird bluten, dann könnt ihr das Ding ja mal bam machen, klatschen, auch wenn es. Mach ich auch eben gar nicht mehr. Ihr habt gesehen, ich hab Dings, die Futurama-Skins wie Bender, Fry und Lila sind im Shop, die auch sehr geil aussehen, wo auch geile Sets mit dabei sind. Aber wie schon gesagt, ich pay gar nicht mehr in Fortnite rein, weil das einfach erstens mal keinen Sinn mehr hat und zweitens, weil ich da einfach keinen Bock drauf habe. Ganz einfach. Und ja, wenn dann investiere ich noch in den Battle Pass, aber mehr wird man von mir nicht mehr sehen. Schon lange keine Lust mehr hat. Und wie schon gesagt, ins Monat Level Up Paket. Und das Junge. kann letztendlich auch das Einzige sein, was Was reinkommt. das Ne? mit der Aber Peitsche? deswegen gespannt drauf sein. Und dann geht es auch schon langsam Richtung Season 4. Wo es auch hingeht, ist auch natürlich Chapter 5. Habe ich am Anfang des Videos ja schon angedeutet und vielleicht. Und wir haben wieder kein Live-Event. Nur mal so angemerkt. Das Live-Event wird wirklich erst in Season 4 stattfinden. Was ich sehr enttäuschend finde, da es eigentlich geil wäre, für den Übergang der Season, wenn wir schon so eine geile Story mit Sloane haben, ein Live-Event einzubauen. Und selbst wenn nur die sieben wieder auf die Insel kommen und man das in einem Screen sieht, wie sie dann rauskommen, sich bewaffnet haben und gegen Sloane kämpfen. Allein das würde ich schon wieder fühlen. Ganz Ich weiß auch, ehrlich. das ist der Grund, warum ich auf das Video geklickt habe. Ne? Gibt es ja wieder so ein paar Sachen, die rumkursieren. Und Und zwar zwar. über den Rennmodus. Der Rennmodus ist ja schon ein bisschen länger in den Leaks und so. Digga, wie hart juckt mich dieser Rennmodus nicht? Es gibt viele verschiedene Spiele, die haben Rennmodis. Und was juckt mich das? War, glaube ich, schon seit Season 2 ein bisschen. Nee, in Season 1 ein bisschen. Und in Season 2 wurde es konkreter, als Infos rauskamen, dass wir ja 2 Battle-Pässe bekommen sollen. Weil dieser Rennmodus seinen eigenen Battle Pass kriegen soll. Den wir dann Ja, halt Bruder, dann musst du doppelt zahlen, Alter. Was ist das denn für ein entsprechend Scheiß? hochleveln können und dann auch entsprechend Sachen freischalten können und so weiter. Digga, dann mach doch alles in einen rein, Digga.
Dann sind halt mehr Level, aber wenn juckt das. Das deutet ja schon darauf hin, dass Epic Games an was Großem arbeitet. Und jetzt sind halt noch mal ein paar Infos rausgekommen zu diesem Rennmodus, dass er vielleicht in Chapter 5 rauskommen könnte. Ich sag immer noch, Leute, 5 ist eine schöne Zahl. Ja, super, das wird dann im Winter sein. Super. Ne, vor allen Dingen die Zeit vor der 5 ist immer sehr schön. Aber es werden eine Menge neue Maps für diesen Rennmodus gebaut, exklusiv. Plus diesen eigenen Battle Pass für diesen Rennmodus. Aber auch jetzt durch einige Leaker, die es rausgekommen ist, ist, dass tatsächlich eine Garage existieren soll. Und diese Garage soll im Prinzip wie der Spind sein. Denke ich mal, ne? Wenn ich das Ganze jetzt übersetze, es soll ein eigener Modus sein. So richtig auf Wir Rocket haben eine eigene League angelehnt, Battle Pass, Digga. Eigene Maps für diesen Rennmodus. Und der soll eine Garage geben. Und wenn ich da so ein bisschen drüber nachdenke, hört sich das für mich ein bisschen an, als ob das einfach der Spind wäre. Oder Rocket League, oder besser gesagt, könnte auch unter anderem wie Dings sein, Need for Speed. Wäre für diesen Rennmodus. In dem Spind oder den... Also nicht, dass ich jetzt die Leute, die Need for Speed gerne mögen, hate oder Dings irgendwie disrespekte. Aber man muss sagen, halt einfach, Need for Speed ist einfach das Beste, einfach die besten Renngame-Teile, die jemals auf den Dings auf den Markt gekommen sind. Muss ich einfach so, mal so, ne? Hier mit reinwerfen, ne? Nicht, dass es heißt, ich bin jetzt hier wieder der Böse oder so. Aber das Ding ist halt, das ist halt ein bisschen abgecracktere Version bei Fortnite dann. Diese Garage, wo wir die Autos entsprechend modifizieren können. Eigene Räder, eigene Cosmetics und so weiter und so fort. Und das könnte diesen Rennmodus halt nochmal richtig, richtig abrunden. Ja, Bruder, da habe ich aber ehrlich keinen Bock drauf. Also das werde ich mir safe nicht antun. Da also werde ich mir nicht noch, da werde ich nicht noch mehr, Och, Digga, das interessiert mich doch nicht. Ich werde jetzt nicht noch meine Zeit noch mehr opfern, um in Fortnite irgendwelche Rennwagen freizuspielen, Digga. Da lasse ich es doch lieber direkt sein, Alter. Und spiele nur Battle Royale und vielleicht ein paar Maps, die ich geil finde, anstatt sowas, Digga. Also so habe ich mir die Zukunft von Fortnite überhaupt nicht vorgestellt. Ich weiß nicht, wieso er das so hart fühlt, Digga. Ich verstehe das nicht. Aber da arbeitet Epic wirklich an was Großem gerade. Ja, neben dieser Lego-Geschichte, als auch natürlich diesem Harmonix-Festival. Und was war das dritte? Irgendwas haben die noch gearbeitet. Hä, warte mal, Harmonix-Festival? Davon weiß ich noch gar nichts. Warum weiß ich das nicht? Hä? Ich guck doch Tim seine Videos regelmäßig, warum weiß ich das nicht? Hä? Seht ihr, ich habe schon wieder irgendwas verpasst. Irgendwas, was ich nie mitbekommen hab. Mann. Ach ja, an Rufus vielleicht. Und zwar auch ein weiterer Liga. Ach, Rufus, ich hab Ufos verstanden. Ach, gut. Gut, dass man das nochmal so hört. Und dann weiß ich wenigstens. Also Rufus, der Nacktbull aus Kim Possible? Ernsthaft? Der soll mit reinkommen? Als Gadget oder als Skin oder als was soll da reinkommen? Darauf bin ich jetzt mal gespannt. Der ein paar Spielerteilen rausgefischt hat und dort gibt es einen Codenamen, der tatsächlich kurz vor Chapter 5 startet und zwar Anfang November. Gibt es eine Menge Spielerteilen mit einem Codenamen Rufus. Ein Event, was über mehrere Wochen läuft mit unterschiedlichen Startdaten und... Ja, okay, dann kann es nicht der Nacktbull aus Kim Possible sein. Dann habe ich mich da geirrt. Ne, da haben wir Woche 1 Quest, Woche 2 Quests. Und das ist natürlich sonderbar. Wir wissen, Komisch. Dass wir ja noch zwei Seasons haben, bevor Chapter 5 startet. Season 4 und Season 5. Beide sollen deutlich kürzer sein. Hä, wirklich? Hä? Warum? Denke ich mir nur so, hä? Warum kürzer, hä? Dann müsste ja, wenn man es so nimmt, die nächste Season fängt im August an. Dann müsste ja die nächstbeste Season, müsste ja quasi im Oktober dann aufhören und die nächste dann im Dezember, Ende Dezember und dann müsste sie anfangen Richtung Januar oder Ende Dezember, sowas. Aufhören und dann gehen wir in Chapter 5 im neuen Jahr oder im Januar. Oder sehe ich das gerade falsch? Kann mich da jemand mal... korrigieren, wenn ich falsch liege, aber ich denke mal so 2 Monate Algorithmus, oder? Und kompakter. Und Season 5 ist natürlich, halt, logischerweise, die Season vor Chapter 5, die starten wird. Und wenn wir das halt halbieren, sollte Season 5 ja irgendwo Ende Oktober, Anfang November passieren. Ha! Ich hab's geleakt. Ich hab's noch predicted. Denkt an meine Worte.
Ich hab's gerade noch gesagt. So, Ende Oktober Richtung Anfang November fängt die nächste Season dann an. Und jetzt haben wir in den Spieldateien Ja, Mann. eine Eventreihe mit Rufus, Ich wusste das es. mehrere Wochen läuft und so weiter und quasi ein großes Event darstellt. Ich bin's Und vor einfach. allen Dingen haben wir bisher kein Live-Event in Chapter 4. Das einzige Live-Event in Chapter 4 wird ja dann kurz vor. Bruder, das einzige Live-Event, was wir hatten, war die Cutscene in Chapter 4, Season 1, wo man einfach nur gesehen hat, wie Paradigma einfach die ganze Welt zusammensetzt. Das war einfach das Einzige gewesen, was man da gesehen hat, Diggi. Chapter 5 passieren, also am Ende von Season 5. Und jetzt haben wir diesen Rufus, mehrere Wochen Event. Och, Ja, Digga. Leute, solltet ihr euch auf jeden Fall mal vormerken. Rufus wird interessant und da, die letzten paar Monate vor Weiß ich ja Chapter nicht. 5 werden sehr, sehr interessant. Habt ihr schon eine Vermutung? Kann auch sein, Fortnite haut jetzt die nächsten zwei Seasons irgendwelche Battle Pässe raus, die mir überhaupt nicht gefallen werden und die absolut broke sind, aber wollen wir mal schauen. Leute, was kann denn so mehrere Wochen lang passieren, kurz vor Chapter 5, dass wir dort eine ganze Eventreihe haben, na, mit einem Codenamen Rufus, plus dann der Automodus, der dann in Chapter 5 Season 1 angeblich starten soll, ne, der dann auch ein komplett eigener Spielmodus darstellen soll. Ist aber noch nicht bekannt, dass der dort starten soll. Es kann auch sein, der verschiebt sich immer noch, weil die immer noch irgendwelche Bugs haben, Fehler oder weil das Ganze einfach noch nicht fertiggestellt ist oder nicht rechtzeitig fertig wird. Das sollte man sich an der Stelle gut merken. Gut merken und vormerken an der Stelle, dass es nicht zu 100%ig wahr ist, dass es in Chapter 5 Season 1 rauskommt. Will ich nur mal da dahingestellt haben, ne? Und. Ah, da Epic kocht auf jeden Fall. Und die kochen gerade sehr, sehr viel. Da kann man vielleicht auch schon ein bisschen Auge zudrücken, dass gerade vielleicht einfach nicht so viel los ist. Ist doch schön, was da gerade rumkursiert, ne? Ich zock gerade mal bis Level 100 noch und wenn dann zock ich noch den Skin durch und zock mich auf ein nötiges Level, sondern ich zock mich noch auf ein bestimmtes Level und dann höre ich die Season auf. Also ich werde mir nicht großartig noch was freispielen. So ein Ding. Und was ich euch sagen kann, Leute, merkt euch. Wie schon gesagt, diese kostenlosen Stile, die mir Dings, die sind mir so inzwischen so egal, die sehen halt alle gefühlt gleich aus. Das ist halt so langweilig. Einfach die ganzen Videos aktuell vor, wo ich ein bisschen Stimmung mache. Und dann, wenn Chapter 5 launcht, können wir mal durchgehen. Genauso wie damals, wo ich gesagt habe, 4 ist eine schöne Zahl. Und dann, wo noch keiner wusste, dass überhaupt Chapter 4 launcht, vielleicht habt ihr hier auch oder die eine oder andere Sache entdeckt. Bin mal gespannt, was ihr. Ich war sehr schockiert, als die mit Season 4 oder Season 5 ungefähr, also mit der Hälfte oder so, oder quasi Season 4 aufgehört haben. Wo die dann einfach gesagt haben, ja, wir gehen einfach schon in Chapter 4 rüber. Habe ich mir an der Stelle nur gedacht, wie bitte was? Als das bekannt geworden ist, als ich die News gehört habe, habe ich mir an der Stelle gedacht, ja, okay, Fortnite verändert jetzt die Zeiten und wahrscheinlich geht's schon etwas weiter bergab und ich hatte recht. Ich hatte einfach recht, es geht mit Fortnite bergab und so weiter. Es gibt zumindest für mich mal nicht mehr so relevante Sachen. Vielleicht gibt es für manche Leute vielleicht eher schon so einen Grund zum Zocken, für mich eher nicht. Aber ja, muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich finde es nicht mehr so geil, muss ich sagen. Die Kommentare schreibt, ich werde das mal auf jeden Fall durchlesen. Auf der rechten Seite findet ihr jetzt vielleicht das neue kleine Update rund um jetzt den Greifen hier für den Ja, Greifhandschuh als auch habe ich die schon Gratis-Packs. ausprobiert. Checkt es aus, ist eine Menge da. Auch Ich werde den Reboot-Modus genauso wenig zocken. Beziehungsweise Reboot-Modus, was Reboot-Modus, ich werde wieder das Reboot-System werde ich eh nicht spielen können, weil eh keiner online ist, mit dem man das machen kann, also drauf geschissen. Auch wenn vielleicht viele Leute denken, gerade ist nichts los, gibt es trotzdem natürlich eine Menge Kleinigkeiten. Kommt in den Livestream auf twitch.tv/hastein, da sind wir wieder mit der Community unterwegs, holen ein paar epische Wins, machen natürlich geilen Content, vielleicht machen wir wieder ein bisschen Five Nights at Freddy's, wer weiß, aber auf jeden Fall Lust. Und ich glaube, ich werde. Aber Bruder, ich habe schon sehr lange Stan nicht mehr verfolgt. Also ich habe sehr lange Stan schon auf Twitch nicht mehr angesehen. Auch mal ein Five Nights at Freddy's Speedrun hier auf diesem Kanal hochladen. Ich habe das Spiel in 10 Minuten durchgespielt, ist perfekt für ein Video. Naja, Wahrscheinlich, Digga. schauen wir einfach mal, werde ich mal Jetzt hochladen. geht's Oh, geht los. mehr Flosse. Flop. Der hat's einfach in 10 Minuten durchgespielt. Oha, tschüss. Jetzt geht's los. Na gut, Leute. Dann würde ich sagen, beende ich das Video auch an der Stelle. Ich hoffe, ich hat es mir gefallen. Gerne Abo-Button und Glocke aktivieren und nichts zu verpassen. Gerne Daumen nach oben da lassen, Leute, würde ich ebenso freuen. Ist heute, by the way, das einzige Video, was ich heute hochladen werde, weil es ist halt einfach schon spät und ich bin auch fertig. Und ja,
gerne einen Kommentar da lassen. Ihr wisst, ich ist mit Kommentar mal hier durch. Da würde ich sagen, euch noch einen wunderschönen Tag an der Stelle. Und bis zum nächsten Video, Leute. Bye.